Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Viele meiner Abonnenten auf YouTube wissen vielleicht noch gar nicht, dass ich auch auf Twitch regelmäßig streame, live streame. Zum Zeitpunkt dieses Videos, Mai 2020, ist es immer montags, mittwochs, freitags, jeweils ab 21 Uhr mindestens für 2 Stunden. Ich habe ein Programm. Montags mache ich immer chilliges Taktiktraining. An anderen Abenden spiele ich gegen meine User. Es gibt auch ein offenes Format, wo ich ab und zu mal Gäste einlade. Im folgenden Video möchte ich euch einen kleinen Ausschnitt aus einer meiner Sessions an einem Montag zeigen, wo ich mit meinen Usern, die zugeschaltet waren, gemeinsam Taktiktraining gemacht habe. Wir haben gemeinsam Taktikaufgaben gelöst auf der Plattform Leeches. Und gleichzeitig zeigt dieses Video auch, wie ich mit meinen Usern während dieser Zeit interagiere oder versuche zu interagieren, damit auch ein gewisser Lerneffekt sich einstellt bei denen, die mitmachen. Viel Spaß beim Zuschauen. Check. 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 Die Frage ist, sollen wir schlagen oder sollen wir den König dahin setzen, damit wir hier Selbstmatt betreiben? Nein, Selbstmatt machen wir nicht. Hier gibt es nur 3 Züge. Entweder schlagen oder nach E7 oder nach E8. Ich habe schon meinen Favoriten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wieso können wir den nicht nehmen? Das ist doch mit Schach. Das ist doch Schach. Was ist das für ein Käse? Nee, komm, das ist mir zu blöd. Check. Okay, es droht jetzt hier matt, ne? Ein bisschen vorsichtig müssen wir schon sein. Aber ich kann euch jetzt einfach hier Schach geben. Und er kann nicht zurück wegen Springer E5. Gabel, Schach, König E6. Achso, dann attackiert er den Bauern D5, ne? Und was mit dem hier? Einfach. Turm C8, Turm E8. Schach, geht er dahin, dann greift er den Bauern an und es droht nichts in der Stellung. Na gut, aber wir wollen nicht den Bauern verlieren, ne? Kainan, danke dir, mein Lieber, für den Sub. Gott segne dich. Oder wie auch immer. Ich segne dich, lieber. Kainan. Turm schlägt G7, haben wir schon. Aber wie geht's jetzt hier weiter? Müssen wir jetzt hier einen Schach geben? Oder geht's am besten nach E7 direkt? Schach, König E6, dann hängt der Bauer hier. Das ist etwas, was mir nicht gefällt. Und wenn der Bauer fällt, dann ist der Springer weg und dann müssen wir hier den Bauern auch noch verlieren. Aber Turm E7 hält alles. Es hängt nichts und auf das Schach können wir mit Turm E8 reagieren. Und ich sehe nicht, wo das Problem sein soll. Turm E7 zurück, das droht aber nichts. Im Prinzip. Das Schach hier, König E6, gibt es da eine Pointe? Kann ich irgendwas gewinnen? Schach, König D5. Ne, da sehe ich nichts. Da müssen wir aufpassen am Ende, dass wir nicht genug Material haben. Ich spiele mal den hier. Check. Bin ich gut. Jawohl. Guck mal hier. Plus 14. Sauber. The Big Greek. Nicht irgendwie Turm F7 hier, ne? Schach, das ist schlecht. Wegen dem. Und dann haben wir ein Problem hier, weil der Bauer fällt. Man steht zwar besser, aber es reicht nicht zum Gewinn. Es ist wichtig, hier den technischen Vorteil auch festzuhalten, also hier den Bauern zu halten. Der war gut, oder? Ihr könnt mal cheeren jetzt. Ihr könnt mal cheeren. 14 Punkte dafür? Ja, für Turm E7 natürlich, nicht für Turm F7. Lass mal die Aufgabe lösen jetzt hier. Komm, Springer F6 Schach. Er kann mit dem G-Bauern schlagen. Und dann schlage ich den Turm. Das ist doch okay, oder nicht? Ich verstehe nicht, wo der Unterschied ist, ey. Springer G5 Schach. Muss er nehmen. New message for you. Dame. Springer F6. Ach, Springer F6 ist. Nee, Springer F6 kommt. Springer schlägt F6 eventuell. Turm schlägt A8. Und dann.
Nee. Ist auch nicht so der so schlimm. Dann Springer G4 vielleicht? Nee. Ich glaube, Springer G5 ist genauer. Weil er muss nehmen. Dame E4 Schach. Was macht er denn dann? König H6, Dame schlicht A8. Das sieht eigentlich solide aus. Ich will auch lieber mit der Dame auf A8 nehmen, glaube ich. Einfach, weil ich dann eventuell mit dem Turm auf der 7. Reihe was machen kann oder auf der 8. Reihe mit der Dame. Ihr dürft jetzt entscheiden, Springer G5 oder Springer F6. Ja, Springer F6, Dame schlicht F6, Dame E4 Schach. Das würde auch okay sein, denke ich. Tschüss, Thomas. Springer G5. Ich mache jetzt Springer G5. Ich habe keinen Bock mehr. Check. Check. Aber nur ein Punkt. Worüber freue ich mich eigentlich? Das ist überhaupt nicht einfach. Wieso gibt es hier nur einen Punkt für die Aufgabe? Springer F6 geht nicht. Check. Wegen Springer schlicht F6, habe ich gesagt, ne? Turm schlicht A8 und jetzt? Aber warum ist denn das jetzt so ausgeglichen? Dame G6, ja, dann gibt es Probleme auf der Grundreihe, ne? Deswegen, ich wollte nicht, dass er Springer nimmt.